Wir sind hier im Klinikum Forchheim, Fränkische Schweiz und damit als Klinikmitglied im Ausbildungsverbund seit 2019, als sich der Verbund gründete. Der Ausbildungsverbund Pflege der Region Forchheim e.V. hat derzeit gut 80 Mitgliedsorganisationen und 191 Auszubildende. Wir wollen und müssen mit klaren und verbindlichen Strukturen für eine qualitativ hochwertige Ausbildung in die Zukunft gehen. Das heißt, natürlich sorgen wir primär dafür, dass qualifizierte Auszubildende auf den Arbeitsmarkt kommen, aber das hat ja keinen Selbstzweck, sondern muss ja letztlich dem pflegebedürftigen Menschen dienen. Die Motivation für andere Einrichtungen, Ausbildungsverbünde zu gründen, sehe ich primär darin, auch auf die Verantwortlichen in der Kommune und in den jeweiligen Landkreisen zuzugehen, dass die schon vorhandenen Strukturen in der Kommune genutzt werden und zumindest eine gute Starthilfe gegeben wird zur Formulierung eines Ausbildungsverbundes. Die Vorteile eines Ausbildungsverbundes sind, dass die einzelnen Mitglieder, die in diesem Verbund sich zusammengeschlossen haben, verbindlich an Qualitätsstandards arbeiten, die auch letztlich dann für alle Einrichtungen, für alle Beteiligten gilt. Dass wir gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit veranstalten, also zum Beispiel Ausbildungsmessen beschicken, dass wir gemeinsam Werbematerial erstellen. Und das wäre einer einzelnen Einrichtung so gar nicht möglich. Also da bündeln wir die Kräfte sozusagen. Insofern spreche ich davon, dass es eine Erfolgsgeschichte ist, die wir hier seit 4 Jahren jetzt resümieren können. Und nach meiner Überzeugung lässt sich das gut auf andere Regionen, auf andere Landkreise multiplizieren.